So, und willkommen zurück zu... Ja, komm, wir machen hier gleich weiter. Ich will mich hier in der Stadt nochmal umgucken, in der Hoffnung oder in der Befürchtung, dass ich doch noch irgendwas vergessen habe. Man weiß es nicht. Was haben wir denn hier? Ja, kann ich euch helfen? Kommt drauf an. Naja, meine Katze Pinky murrt, ne, schon gut schon. Miau, miau, miau. Blödes Vieh. Das ist so geil. Was sucht ihr denn hier oben los? Verschwindet wieder. Sowas von unten. Wenn ihr mich Augenblick für, werde ich noch viel ungemütlicher. Wenn du nicht augenblicklich dein Maul hältst, werde ich ungemütlich. Das ist so geil. Oh, realisch. Bam, 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 bam. Genau, mit dem haben wir schon gequatscht. Genau, der hat ja Dingsbums eine Mio gewonnen, hat gesagt, tschüss, macht's gut, Leute, ich hau ab. Gut, dann waren wir hier schon. Haben nur vergessen mit dem, jetzt geht bitte, ich hab doch viel zu tun, alles klar. Haben wir hier auch schon alles abgegrast. Aber ich will mir die Hexe jetzt noch reinziehen. Hallo, schauen Sie sich um, ich habe viele gute Waffen. Was du hast, bringt mir gar nichts. Ich kann eigentlich alte Waffen verkaufen. Goldhelm. Kettenhaube. Kampfschild. Blutschutzring, Magiergürtel, Magierring. Vampirring. Herzschutz, antiker Vampirring, Ring des Geschicks. Was haben wir noch? Silberbarren. Mach das Inventar ein bisschen aufräumen. Die Dinger benutze ich sowieso nie, weil die einfach mittlerweile viel zu schwach sind. Das behalte ich mal. Starke heilige Angriff. Blauer Stein, schwarzer Stein, Heilstaub. 50 Lebenspunkte der ganzen Gruppe, das ist ja mal gar nichts. So, gut. Ansonsten, okay, ich habe den Magiergürtel, also brauche ich den Magierring nicht. Schutz vor Verbluten ist vielleicht gar nicht schlecht. Lichtring, ein weißer Ring, Lichtzauberschutz. Ja, nee, weg damit. Ich hab zwei antike Vampirringe, also brauche ich die Vampirringe nicht. Talisman, Herzschutz. Ja, Ring des Geschicks brauche ich auch nicht. Feuerring kann weg. Schutzring behalte ich mal. Ja, das passt. Gut. So, nordöstlich meine ich, wäre es gewesen. Ich gucke nochmal nach zur Sicherheit, weil ich glaube, die Hexe ist nicht ganz so einfach zu finden. Aufgaben: Finde einen Aufenthalts, finde heraus, wer das Auftrag dir besuche. Suche und töte die Hexe, die versteckt von weit östlich von Uruja und weit östlich. Also müssen wir weit östlich. Ganz weit östlich. Hier ist es nicht. Ist es vielleicht hier? Weit östlich, weit östlich. Ich glaube, ich habe mal das Gebirge abgesucht und habe nichts gefunden. So, macht aber nichts. Dafür kann ich den Wallner hier nochmal fett volllaufen lassen. Die sind ja relativ schwach, die Gegner. Von daher passt mir das ganz. Alter, hättest du mit einem kritischen Treffer alle drei klatschen können. Weit östlich von Uruja. Ist jetzt die Frage. So, ob die noch auf dieser Insel wohnt oder auf einer anderen Insel. Ich meine aber, das wäre die falsche Insel gewesen. Jo. Weil
weit östlich wäre natürlich hier irgendwo. Ich glaube es aber nicht. Hier auch nicht. Wenn, dann hier oben vielleicht. Hier war ja auch nichts. Ich glaub's aber auch nicht. Ansonsten müsste ich dann nochmal nachgucken. Ah, komm, drauf geschissen. Weg mit dem Lümmel. Okay, auf dieser Höhle war es nicht weit östlich von Uruya. Ist es immer noch auf dem gleichen Kontinent? Kann natürlich auch die Höhle weiter oben sein. Norden, Westen, Süden, Osten. Okay. Also hier, von meiner Sicht aus. Ihr müsst euch das genau andersrum denken. Kann natürlich auch hier oben an dieser Höhle gewesen, in dieser Insel gewesen sein. Muss aber nicht. Nee, hier war noch dieser komische... Starke Wald. Überraschend stark. Ja, die Hexe. Ich könnte natürlich jetzt mir eine Minute Zeit nehmen und nachgucken. Ich will sie aber trotzdem nochmal selbst finden. Weit östlich. Weit östlich. Der Begriff macht mich halt stumpf. Weil ich glaube nicht, dass das hier ist. Das wäre nicht weit genug. Weit östlich. Lass ich mal überlegen. Bin mir nicht ganz sicher, es ist schon zu lange her. Ich habe die echt mal gesucht wie Schwein, also fast eine Stunde. Und deswegen bin ich echt schon am Überlegen, ob ich vielleicht doch nachgucken sollte. Tja, der Räuber zieht aufs Herz, aber du bist ein schwacher Lümmel, der nichts kann. Da brauchst du gar nicht probieren, auf unser Herz zu klatschen. Weit östlich. Könnte natürlich auch hier irgendwo sein. Ich guck, ich mach's folgendermaßen. Ich lasche mich jetzt hier durch, guck mir das Gebirge an und wenn es da nirgends drin ist und ich es nicht finde, dann werde ich Dingsbums. Dann werde ich kurz nachgucken. Dann ist das so. Ich will jetzt keine 1000 Millionen Parts vergeuden, um diese olle Schrapnelle zu finden. Ich hab nichts gegen euch Zauberinnen. Das ist kein Problem. Weiß nicht, warum ihr mich angreift. Ich will doch nur die Hexe finden. So, hier ist nichts. Ich hab sie gefunden. Ohne nachgucken. Ein Geist. Ah, endlich. Jetzt ist Existenz müde. Keine Freude mehr. Kräfte verleihen. Etwa ich bin müde. Nimm meine Kräfte im Depot. Alles klar. Dauer der Golem-Beschwörung gestiegen. Ist eigentlich ganz toll. Aber Speicherstein, super. Ich speichere hier ab. Schatten verbergen oft nur einen Teil dessen, was wirklich ist. Da hast du recht, Mädchen. Ich will aber noch den Dämon beschwören. Dämon der Nacht, in der Stunde der Nacht. Alles klar. So, Hexe, komm raus. Wo bist du? Lebensrune. Die ist doch hier irgendwo. Die hat sich hier versteckt. Wie könnt ihr es wagen, einfach hier reinzukommen? Wir kommen wegen einem Fluch, den du ausgesprochen hast. Okay, jetzt reicht's. Wertvolle Taten. Boah, was für ein dummer Mensch. Jetzt bist du sterben. Hexe erscheint. Alles klar. Ich probiere es einfach mal mit Licht und meinen stärksten Dingsbums.
Attacken. Kann nichts mehr sehen, das ist schon mal gut. Okay, die Hexe wurde verflucht. Das bedeutet jetzt einfach nur noch drauf. Okay, soviel zum Thema starke Hexe. Ich glaube, ich war ein bisschen overlevelt. Ich verfluch. Halt deinen Mund, und zwar für immer. Das hätten wir erledigt. Alles klar. Schade, dass der Sprite hier weg ist. Ich glaube nicht, dass die sich versteckt hat. Aber na gut, kann man nichts machen. Sauber, dann kriegt natürlich wieder hier alles reingehauen. Gut, jetzt kann ich eigentlich zurückgehen. Ich werde mich jetzt nicht nochmal verwandeln. Dafür kann mein Blut saugen. Blut saugen. Blut saugen, abwehren. Super. Wunderbar, da haben wir die Hexe auch fertig gemacht. Das war doch super. Vielleicht mache ich den Part, diesen Part mal ein bisschen kürzer. Dass wir einfach sagen, okay, wir haben das jetzt gemacht und fertig und gucken uns dann noch ein bisschen um. Weil wir die letzten zwei Parts immer so ein bisschen überzogen haben. Alles über 30 Minuten ist Luxus. Auch wenn es mittlerweile Standard ist. Na, wenigstens kann der Ball noch einmal trinken. Obwohl der Krieger mehr Blut hat als ein Räuber. Räuber gibt 30, wilder Krieger gibt 50. Das ist, wenn man diesen Kontinent in dem Levelbereich betritt, ist es eigentlich ganz gut. Aber aktuell ist es ein bisschen. Wisst ihr was? Könnten eigentlich alle trinken. Jetzt bei den Zauberinnen. Ich glaube, die haben 40. Den Dämon wert mal ab. Das härteste, ja genau. Das härteste, was die Zauberinnen machen können, ist ein Dingsbums machen. Ein Schattenstrahl, der ein bisschen Aua macht, aber. Für 500 kritischen Schaden. Alter Schwede, die armen Mädels. Da war so eine Gruppe von drei Mädels, die wollten einfach nur ein bisschen rumchillen. Oder hier die zwei Mädels wollten sich mit dem Räuber anschön. Ein bisschen Spaß haben oder was weiß ich, ist mir auch egal, was die da mit dem Räuber machen. Und dann kommt einfach so eine Gruppe von drei Vampiren und einem Dämon und macht die einfach mal platt. Das ist schon mies. Mein Zauberin und Räuber. Wer weiß, was die Zauberin mit dem Räuber machen. Jo. 9 Schaden ist. Boah. Oh, weicht aus. Aber. Das ist ja schon nicht mehr. Das ist ja schon nicht mehr töten. Das ist ja schon Massaker. Och komm, John, ernsthaft? So langsam könnte es aber auch. Reicht's aber auch mal. Ich glaube, ich bin jetzt auch mit Blut voll. Das ist ganz gut. Wir konnten unseren Blutvorrat jetzt füllen, aber das muss jetzt nicht sein. Das ist doch ein bisschen viel. Ja, ist alles voll. Außer der Dämon, aber der kann ja kein Blut saugen. Der hat ja nur Mana. Und der löst sich auch gleich wieder auf. Gut, dann gehen wir mal zurück. Wenn die wenigen, ja gut, schwache Seelen habe ich nicht so viele. Aber die brauchst du halt auch nicht. Oder fast nicht. Könnte natürlich auch mal gucken, dass ich wieder meine starken Seelen, also meine großen Seelensteine wieder auffrische. Aber vielleicht mache ich das mal offscreen. Könnte auch mal ein paar Seelen sammeln und mal ein bisschen die Werte steigern. Das wäre schon mal ganz cool. Zum Glück ist die Musik nicht nervig. Obwohl es geht. Es hätte schlimmer sein können. Es hätte schlimmer sein können. So, dann gehen wir mal zu dem Lümmel und sagen, alles ist gut. Der Dämon hat sich auch aufgelöst. Super. So, wie kommen wir denn da hier hin? Hier müssen wir lang. Der weiß, dass wir die Dingsbums fertig gemacht haben.
Ich danke euch, ihr habt mich von dem Fluch befreit. Wieso bist du immer noch hier hinten und nicht unter Menschen? Nun ja, ehrlich gesagt habe ich mich an die Einsamkeit gewöhnt, dass ich gar keinen Drang mehr verspüre, bei den anderen Leuten zu sein. Wie bitte? Also echt. Aber nehmt ihr das als Belohnung für eure großen Mühen. 400 Erfahrungen, eine Lebensrune. Das ist eine alte Rune. Ich habe sie vor einiger Zeit für viel Geld gekauft, weil ich dachte, damit könnte ich den Fluch vertreiben. Aber es hat leider nichts gebracht. Nehmt ihr sie, vielleicht hilft sie ja euch. Hat sich doch gelohnt, die Lebensrune. War schon ganz cool, ja. Wallner, klar, natürlich. Gerne. Alter, 39 Speichersteine. Ich habe viel zu viel davon. Ich würde sagen, wir speichern hier ab. Dann gucke ich vielleicht privat mal, was man da so machen kann. Von wegen hier. Seelenfarm. Wohl eigentlich. Weißt du was? Ich mache das jetzt noch in Part, damit er nicht ganz so kurz. Gehe ich nochmal ins Magierzimmer. Kleiner Seelenstein, normaler Seelenstein. Großer Seelenstein brauche ich 20. So, die starken Seelen hebe ich mir trotzdem auf. Weil ich damit einfach meine Werte steigere, obwohl es eigentlich gar nichts ausmacht. So, Seelensteine umwandeln, normale Seelensteine, große Seelensteine, nehmen wir 10 Stück. So. Gut, was brauchen wir denn? Normale Seele 67, normale Seelensteine 39. Weißt du was, herstellen? Normale Seele nehmen wir gleich alle. Und dann sollten wir genug haben. So, starke Seele, schwache Seele, kleiner Seelenstein, normal, alles klar. Super, dann haben wir alles, was wir brauchen. Und ich guck mal, was wir beim nächsten Mal machen. Bis dahin, Leute, macht's gut. Ciao mit V und ja, hoffentlich gefällt euch das Spiel. Lasst gerne ruhig mal einen Kommentar da, wie euch das Spiel so gefällt. Ob ihr das mögt oder ob ihr das so guckt, weil okay. Oder ob ihr sagt, hey, das ist schon ganz cool, die drei. Die sind mir ans Herz gewachsen. Wollen wir mal gucken. Bis dann. Ciao.